Willkommen zu einer Stunde in Astrobot. Ich hab Bock. Ich hab mir das Spiel gekauft und ich hab einfach Bock. Nachdem ich auch gestern irgendwie schon so YouTube-Titel gesehen habe, war noch ein Game of the Year. Okay, da hat er nur einen Titel geschrieben, das nichts zu bedeuten haben oder sowas wie, keine Ahnung, besser als so jedes Mario-Spiel als letzter Zeit so. Bin gespannt, wie das Spiel wird. Ich nehme euch hier die erste Stunde mit. Oder vielleicht wird es auch ein bisschen länger als eine Stunde, ne? Werden wir ja sehen. Seht ihr unten. Und jetzt auf jeden Fall auch schon angesagt, falls ihr mehr hiervon sehen wollt mit mir so, es gibt ein Together Let's Play bei Leon auf seinem Kanal. Riesenjunge. So Astrosport. Astros Playroom heißt es, glaube ich, ne? Das ist ein kostenloses PlayStation 5 Spiel. Und hier gibt es auf jeden Fall jetzt einen Vollpreistitel. 70 Euro. Ich habe hier die Hülle. Stürzt in ein riesiges Abenteuer, erkunde über 50 Planeten. Mit tollen neuen Power-Ups geht's in den Kampf, trifft auf kultige PlayStation-Helden oder so ein Astro-Kratos. Bin gespannt. Spiel soll nicht zu umfangreich sein, irgendwas gehört mit Kanon, so Standard 10 Stunden, so ist auch eine gute Zeit, ne? Mal gucken. Bei Fest sind es auch mehr, ich weiß nicht. Aber, ja. Soll nicht groß sein. Natürlich haben wir wieder Ton auf dem Controller. Mit dem könnt ihr jetzt leider nicht viel anfangen, aber naja, was sollen wir machen? Drei Spielstände anlegen zu können, ist schon mal krass. Oh Junge. Nein, eine Xbox! Hilfe! Das ist grün. Nein, Xbox! Lass uns in Ruhe! Nein! Nein! Hey, das ist unser... Wartet er Nintendo. Die sind ein bisschen Power geholt haben. Oh nein, nicht die PlayStation 5! Nein! Null. Ja, toll. Wie auch immer die jetzt auf 50 Planeten alle gelandet sind, aber das hinterfragen wir mal nicht. Komm raus! Wir sind hier einfach gestrandet. Und nicht Sims 2 gestrandet. Das heißt, es gibt hier keine Oja, das ist schon mal gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf viele Insider, die ich nicht erkenne, auf Spaß und Freude in diesem wunderschönen Leben. Und Blacky ist hier, das ist natürlich problematisch. Blacky, nein, ich nehme gerade eine Stunde in auf, das heißt in einer Stunde wieder. Ach, Blacky. Ja, wenn er jetzt nochmal kommt, mache ich einfach kurz Pause, ne? Oh, ne, Steuerung, klar. Ich denke mal, die Moves, die wir konnten, die können wir immer noch.
Auf jeden Fall hat dieses Spiel wohl, so grob wie ich es mitbekommen habe, sehr gute Wertungen eingefahren und da habe ich ein Race. Es hat mich tatsächlich ein bisschen überredet, aber es hat sowieso Lust auf das Spiel, von daher. Und ja, ich nutze die Gelegenheit einfach eine Stunde aufzunehmen, ihr kennt das. Okay, da gibt es irgendwie 42 Astrobots zu retten. Wie viel hatten wir am Anfang? 1000? Und der Anfangsplanet, keine Ahnung, das hat einfach... Da gibt's nichts. Na gut, da sind wir gestrandet. Gorilla-Nebel. 44 Astrobots, 6 Puzzleteile und 2 Warp-Zone. Ja, keine Ahnung. Gehen wir mal rein. Das war ein Gorilla-Nebel, ne? Stand da gerade, ne? Ah, okay. Das ist so ein Nebel, ne? Ja, okay, ja. Der hat gerade das gleiche Spieler wie in Mario Galaxy, wo alles eine Galaxie genannt wird, wo es meistens immer nur Planeten sind. Wobei auch selbst in Galaxy 1 dann halt ein Sonnensystem voller Galaxien hat, ne? Das ergibt alles gar keinen Sinn, ne? Ja, gut, verstehe. Der Gorilla-Nebel, neben Gorilla-Nebel gibt es 5 Level. Das sind jetzt Planeten, ne? Wenn der irgendwie 5, dann gibt es wahrscheinlich 10 Welten, ne? Wenn jede Welt 5 Planeten hat, ne? Gehen wir mal rein. Oh Junge, ist ja wie ein Spyro hier. Ja. Wird auch wieder viel mit erkunden sein, ne? Deshalb müssen wir uns umschauen. Ich hab Bock. Ich komme den Spielen in einer Stunde gerecht, aber ich denke mal schon. Aber ne, das hat immer so ein bisschen Ansporn, ja, durchzuhetzen, um möglichst viel zu zeigen, aber nee. Da kannst du hier. Okay, sind da 3 Puzzleteile und 7 Astrobots. Irgendwie fehlt mir da irgendwie so ein bisschen Sound, Planeten verlassen. Irgendwie, da fehlt irgendwie so ein Zerbrech-Sound bei den Kisten, das irritiert mich so ein bisschen. Was los? Ach so, das ist jemand zum Retten. Naja, gut, ne? Schau doch mal, hä? Ja gut, ne? Wir sollen ja... Oh! Bin ja gespannt, ne? Wie hat Easter Eggs zu Ziele geht. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt irgendwelche Artefakte wieder finden können, weil das war halt, ne? Astros Playroom vorbehalten. Da gab es jetzt auch nochmal ein DLC, ne? Mit dämlichen Trophäen auf jeden Fall, aber halt auch 9 PlayStation 5 Artefakten. Ja. Das wäre ein bisschen dämlich, wenn das hier auch nochmal der Fall wäre, so. Na, ich soll gleich ein Tor machen, ohne ihn zu töten. Ein Tor machen. Warum ist das keine Trophäe? Ah, hi. Okay, die sind sehr unscheinbar platziert, das finde ich gut. Das finde ich echt gut.
Die sind echt unscheinbar platziert, da muss man echt aufpassen. Damit ich denke, dass es einfach, keine Ahnung, Deko ist, so, ne? Ja, euch kennt man ja auch. Puzzleteile und Askop. Ah ja, ihr seid, ne? Ne, okay, ich glaube, der macht eine Stampfattacke, aber gut, das ist dann jemand anderes. So, tot machen. Ah ja, mit dem Puzzleteil, sehr schön. Dirk, ne? Und da haben wir auch einen Astrobot, sehr schön. Haben die überhaupt ein Ratchetbot. Werkzeugmechaniker, sein kleiner Kumpel stärkt ihm den Rücken. Hallo. Wunderschön. Haben wir dann eigentlich irgendwelche Dialoge verpasst? Ich hoffe nicht. Oh, das ist ja sogar... Wobei, nee, das hätte hier schon hochgekonnt. Hä? Selbst würde gefühlt, dass wir irgendwie optional lang gegangen sind, aber ich bin irgendwie doch wieder am Hauptweg. Ach, keine Ahnung. Nur gedrückt halten. Ich habe auf jeden Fall Secrets gefunden, ne? Da ist man auch zufrieden. Nein, alle. Alle, habe ich gesagt. Hui! Oh, Schwimmen ist auch ein... ist Schwimmen neu. Ich glaube ja, oder? Schwimmen ist neu, ist unter Wasser? Ich glaube ja, ne? Finde ich ja irgendwie auch cool an GTA Vice City Stories, ne? Wenn man ja Vice City kennt, weiß man, okay, man kann nicht schwimmen. In Vice City Story geht das. Und wie erklärt einem das Spiel? Naja, es gibt direkt in der ersten Mission, da wird man halt... Da springt der Charakter einfach ins Wasser, so. So, hier unten ist doch bestimmt irgendwo jemand. Da ist halt irgendwie eine Barriere, aber die ist halt... Macht die Schaden? Nee, ich kann hier rein. Achso! Okay, okay. Das ist einfach so... Ja. Luftblase, keine Ahnung. Irgendwie, ne? Gegner beim Sterben machen irgendwie keinen Sound. Oh. Ah, hi. Oh, Rivet. Multiversum-Rebellen. Ein Lombax ist aus einer anderen Dimension. Wie aufregend. Denken wir dir. Irgendwie fehlt da so ein bisschen. Kann ich das? Ja, ich habe ja schon geschaut, ne? Aber irgendwie so Sound. Es gibt auch keine Soundeinstellungen, ne? Oder hier, ne? Also keine Ahnung. Na schön, haben wir Rivet gefunden. Da ist ein nächstes Puzzleteil. Ob man damit auch Puzzle machen kann? Die haben halt irgendwie mal so ein. Baucharakter, so, ne? Kenner. Ich glaube, ich komme da gleich mal drauf zurück. Ich hab ihn noch geschlagen, was soll denn das? Down Trampolin hier. Dankeschön. Nein, nein! Was ist los? Hm.
Da muss ich mich ranschleichen. Das muss einfach so ein bisschen weit weggehen, damit er wieder landet und dann. Komm ich da ran? Apropos rankommen. Hi. Da steht kein Text, ne? Bei den normalen Bots. Ne, ne. Hm. Gut, dass ich mal weitergemacht habe. Er hat auch so ein bisschen die Ballonfähigkeit von Mario, ne? In Mario. Mario für uns eigentlich DS. Ah, cool. Schöne Power-Ups. Gefällt mir. Kann man eine Stampfattacke machen? Ich mach keine Stampfattacke machen. Konnte man das im Hauptspiel? Im Hauptspiel. Das ist das Hauptspiel. Warte. Hier ist sonst nichts. Ja, das Puzzleteil. Aber was machen die? Die haben irgendwie so einen Baucharakter. Also vielleicht kann ich damit mein Schiff aufbauen wieder. Und es puzzelt mir halt ein, so, ne? Keine Ahnung. Sieht eigentlich aus. Ja, noch zwei Bots. Ja, ich denke mal, die finden wir schon. Na, ich weiß, ich denke mal, die sind alle sortiert in der Reihenfolge, ne? Damit man die auch schön. Ah, hi. Und jetzt? Oben raus? Ich dachte, oben wäre optional. Geld verpasst. Aber wenn ich jetzt nur Geld verpasst habe, muss ich das nicht unbedingt hin. So, ne? Ich denke mal, der andere aufgebaut, der wird schon noch kommen, so. Ah, hatte, ich habe mein Power-Up noch. Ich denke mal, es gibt mal ein Level-Steel-Bot. So. Finde ich Toy Story 2. Und der wird da wohl da drin sein, ne? Gucken wir mal. Okay. Es gibt keine Level-Skill-Bots. Aber es hat trotzdem ein Level-Ende. Insgesamt gibt es wohl 304. 304 oder 7 Felber. 304 geteilt durch 7 sind 43,428571 in ganz viele Perioden noch. Das sieht klein aus. Gehen wir mal hier hin. Cream Canyon. Guck mal, da gibt es so eine Warp Zone. Oder was auch immer das ist. Mal gucken. Hier auch. Na komm. Ist ja auch auf dem inneren Ring, ne? Von daher wird das offiziell das zweite Level sein, keine Ahnung. Okay, der ist
Boah, wir können jetzt im Schnee verstecken, ne? Das wäre. Geht da weiter oder? Ne, ich glaube, da geht schon weiter. Wen haben wir denn hier? Ah, Solid Snake. Legendärer Söldner, wie ein furchtbares Kind. Was los, Blackie? Da freut er sich. Gut. Was macht ihr hier? Kein Spaß hier haben, ich bin der Einzige, der Spaß haben darf. Weg, weg. So. Oh. Die wollten ja was verstecken. Oh, Junge. Da hoch. Keine Stampfattacke machen. Ich bin mir sehr sicher, dass das Spiel von mir eine Stampfattacke erwartet. Wie geht eine Stampfattacke? Also ich muss die ganze Stunde Stampfattacke machen. Ah, okay, okay. Na gut, doch keine Stampfattacke. Ja, keine Ahnung. Ein Fotomodus. Wie kann ein PlayStation 4 Spiel kein PlayStation. Auch ein Sony Spiel kann Fotomodus haben. Na gut. Na gut, man kann einfach einen Screenshot machen, ne? Aber das ist ja nicht der Fotomodus. Da wird jemand entführt. Das finde ich uncool. Tschüss. Ich krieg nicht sein Geld. Ich muss nicht mal aufladen, so, keine Ahnung. Ah, das ist auch so ein. Ah, das ist, genau, Psycho Mantis, ne? Kann alles erreichen, was er in den Kopf setzt. Ja, passt, ne? Denke ich mal. Ah ja. Alles klar. Das war alles sehr automatisch. Ich habe da jetzt nicht viel selbst gemacht, aber war trotzdem witzig. Einfach Bowser gekillt. Einfach Bowser gekillt. Warte, da oben ist doch was.
glaube, ich hätte Geld bekommen, sonst ist es nicht so ein Blackboy-Ding gewesen, wo ich jetzt Lamina-Bags verpasst habe. Hoffe ich einfach mal. Muss halt auch nur einmal so dashen, ne? Keine Sorge, habe ich gesehen. Ich denke mal, ich habe immer nur noch ein Leben, so, ne? Ich habe Leute verpasst, das ist uncool. Okay, was haben wir hier? Ja, cool, wenn direkt zwei Leute sind. Wir gucken mal, ne? Eine Blackie? Ja. Die armen Tiere, ey. Voll grausam, voll brutal. Na, komm mal her. Hat es auf jeden Fall gelohnt, alles zu killen. Auf wen haben wir denn hier? Mysteriöser Ninja. Ah ja, einfach reiten. Ah, das ist der. Das ist. Ne? Setzt der an? Weiter. Ne, ne, der muss davor sein. Gucken wir mal. Er muss irgendwie vorher sein, so, ne? Sonst haben wir alle. Die Verabdauer haben wir auch noch nicht. Oh, mal. Hier ist es auf jeden Fall nichts. Da oben haben wir gerade. Was gut, da geht halt weiter, so, ne? Ja, kurz mal hier so gucken, ne? Da hat das Level Ende so. Das war ein Tod. Ja, keine Ahnung, ich gehe gleich nochmal zurück. Oh, hast du losgelassen? Ah, hier haben wir noch einen. Na, da ist Levelende, so. Ja, wie viele Warp-Locker haben wir, das ist, ne? Und wenn wir das jetzt finden, hätte der Dach jetzt auch erstmal nicht suchen, so, aber. Weil da oben. Oh, aber nee, kann ja auch nicht sein. Nee, nee. Wo ist der letzte Kollege?
Mensch, lass mal kaputt machen. Komm mal her. Oh ja, okay, wir haben es. Ja, schon. Ich muss nicht einen Stick drehen gegen Spellcasher, der muss da hinten. So, gehen wir mal wieder. Gut, wir haben abgelaufen, gar keine Ahnung. Das ging tief runter. Wie gesagt, Warplon, keine Ahnung. Na gut, da läuft nicht lang. Änderung verwerfen, bitte. Gut, dann gehen wir zum Levelende. Immerhin wurde es gespeichert bei meinem letzten Checkpoint. Nervig tatsächlich. Okay, der findet dann vielleicht auch irgendwann mal seinen Weg, keine Ahnung. Wie gesagt, war abblauen? Weiß nicht. Okay, was ist denn das für ein Symbol? Ja, keine Ahnung, Sprudel. Hier kriegt man es einfach bei Levelabschluss. Na, keine Ahnung. Hier gibt's das nicht. Ey! Puzzleteilplanet? Ist das hier? Deko. Rollstar Solar? Okay, kriegen, haben wir jetzt Puzzleteile bekommen? Oder weil wir nur diese Puzzleteile auf der Oberwelt gerade angegriffen haben. Hi. Das ist freundlich. Hier ist so ein Minispielplanet. Ah, ein Rhino-Waller, wundervoll. Aber ich kann ihn auch angreifen, voll gut. Okay, das sind Bouncer. Die möchte ich dann vielleicht nicht berühren. Aber kann halt springen. Damit angreifen, ne? Voll gut. Ob es ja am Ende auch nochmal einen Zeitmodus gibt für die Level? Bei den Astros Playboom gab es das ja auch nicht direkt, nur halt nur speziell zubereitete Level. Wir wissen doch, dass er hier aussieht, ne? Habe ich den. Die Katze kennt aber auch. Ehrgeizige Katze, Schnurren ist menschlich. Das schon so ein bisschen aus, als würde man da irgendwie an der Seite lang, ne? Aber gut. Ein kleines Minispielpaketchen, ist doch super. Kann ich eigentlich landen? Soll ich mit mir hier drauf landen? Das ist sogar ein Ausrufezeichen. Absturzstelle, da gibt es halt auch Sammelobjekte, ne? So, das große Hauptplanet. Da richtig, ich bin auch so ein bisschen traumatisiert vom Planeten durch Lego Movie 2, ne? Aber wir gucken mal.
Du hast deine ersten Bots gerettet. Überall im Universum sind noch viele mehr verteilt. Also suche jeden Planeten ab, um sie alle zu retten. Gerne. Okay, Puzzleteile. Kann wahrscheinlich pro Nebel. Weiß nicht. Und wenn man ganz viele Bots hat, kann man halt. Ich muss mithelfen. Ah! Dann kriegt man nochmal Puzzleteile, okay. Na okay, es gibt einfach mehrere Puzzles zum Lösen, ne? Gib mir die Daten. Ah, guck mal hier, da sehen wir nochmal, da sehen wir auch den kleinen Clank. Mann, wo ist Kit? Frag ich mich dann aber. Okay, ich gebe 169 besondere Astrobots. Hi. Was ist los mit euch? Ich wollte schon sagen. Könnt ihr bitte auf mich warten? Na gut, der Vogel ist halt ein Vogel, ne? Tschüss. Ich kann wieder aufhören. Ah, guck mal, hier retten wir auch nochmal ein paar Astrobots, oder? Nee, das ist einfach nur, keine Ahnung. Also, wir retten hier niemanden, aber. Doch. Stimmt, die gibt's ja auch 413 in der Welt, ne? Der jüngste der alten Jäger, Albtraumwächterin. Keine Ahnung, Devil May Cry? Nee, überhaupt keine Ahnung. Oh, ihr beide, danke schön für die Hilfe. Was haben wir hier? Ja. Ich würde mich jetzt erstmal wieder auf die Planetenjagd machen. Ich denke mal, das ist spannender, wenn wir jetzt noch einen Planeten machen und dann kommen wir nochmal für den Rest zurück. Mal gucken, ne? Naja. Na komm, hier haben wir noch einen. Mal bitte. Gestrandete Scout. Hatte sie den Kreislauf nicht schon durchbrochen? Keine Ahnung, ne? Naja, gut. Gehen wir mal weiter. Ja, ich hab irgendwie 5 Welten, ne? Ich hab 42, 34. Irgendwie 2 Spiralen, aber da haben wir keine Ahnung. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier gibt's sogar. Ne, hier sind auch 7 und 2 besondere. Nehme ich eigentlich auf? Ja, wundervoll. Okay, ich finde es wieder ein bisschen. Keine Ahnung. Ich finde es immer ein bisschen uncool, wenn Leute es halt schon vor Release spielen und also vor allem streamen so, ne? Was jetzt privat machen, ist mir egal so. Keine Ahnung. Ich finde, es gehört einfach nicht. Ich meine, es tun alle so. Nintendo schiebt auch einen Riegel vor, was ich auch gut finde, aber sonst finde, sollten andere auch tun, so. Wie komme ich hier rein?
Ah, okay. Ich hab am Controller gefühlt, wo der Knopf zum Drücken ist. Alles klar. Cool, cool. Kann man irgendwie Objekte werfen? Das hatten wir noch nicht, ne? Und denk mal, irgendwie was kaufen von dem Geld können wir wahrscheinlich auch in unserem Hub. Aber ja, ich mag diese Collector Forms, oder wie man das nennt. Und das Coole ist halt hier auch einfach nur, man sieht, wenn man was verpasst hat, so. Das ist immer sehr nett zur Orientierung. Weißt du, okay, muss zurückgehen. Kann ich weitergehen. Wo ich gerne so ein Rudel finden würde. Also ein Zweifel, ob er ausprobieren kann. Boxhandschuhe? Das ist ja so ein Todbox. Bin ich jetzt Akiko oder was? Geil. Ah, klar, wenn ich wohl das hab. Ist einfach abends. Einfach abends. Los, hier was? Habe ich was gesehen, keine Sorge. Hi. Dich habe ich nicht gesehen. Oder ist der Affe überhaupt jemanden mitnehmen? Ne, okay. Ist jemanden mitnehmen. Die Killerei wird ja auch groß geschrieben im Spiel, wundervoll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist gruselig. Okay, dann kriegen wir Coco oder Neocortex. Ich tippe auf Neocortex. Ich sag mal, in deiner Charakterkarte am Ende dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, eine Kuku dabei steht und Uka Uka. Da oben ist noch was. Guck mal da hin. Hm. Was ist der Baum so? Kann aber nicht klettern. Ja gut, du müssen aber wahrscheinlich irgendwie Objekte hochschleudern, ne? Ja, ich probiere jetzt einfach so ein bisschen Sachen aus und ich werde auch bis zum Spielende nicht in Trophäen reinschauen. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts Verpassbares gibt, so. Ich will einfach so auch selbst ausprobieren, so irgendwie was machen, so, und dann gucken, ob da eine Trophäe kommt oder nicht, so, ne? Sowas mag ich halt immer, so, weg mit euch. Ich will hier ganz auf die Nüsse hauen oder so. Ja, ist das auch so. Das steckt halt auch so ein bisschen, ne? Sackboy Big Adventure drin. Was dann auch so ein bisschen kritisiert wurde, für ein bisschen zu monoton zu sein. Aber Sackboy war auch gut, so. Oh. Buster. Lalalala.
Oh, mach auf! Das ist nicht gut. Rette dich! Frage mich, ob später irgendwie vielleicht noch so eine Kano und eine Maske gibt, mit der man halt so einen Treffer aufsetzt. So, wenn es sich mal anbietet, so, keine Ahnung, ne? Für Doppeltreffen, ne? Hi. Ich würde mal wieder ein Puzzleteil finden wollen. Da hat Togemon mich dran gekriegt. Hm. Das ist noch kein Lammelobjekt in so einem Baucontainer, ne? Und war der jetzt so gut versteckt? Naja. Dann halt nicht. Sieht sie aus? Ja, bei Puzzleteil und hält die komische Warp-Sau oder was auch immer das ist, ne? Bin gespannt, ob ich das rauskriegen werde. Also, ich werde auch, denke ich mal, so ein bisschen in Let's Plays reinschauen, ne? Keine Ahnung, wie er was anzubieten hat. Natürlich spoilere ich mich nicht, ne? Ich will natürlich komplett blind reingehen, so. Aber, ne? Ist immer ganz gut, ne? Dann lernt man vielleicht ein bisschen was. Wie versteckte Kisten in Clash 4 oder so, ne? Teil 3, so, ne? Bin ein bisschen weit jetzt zurück, leider. Ich meine, wenn man mal so ein bisschen von hinten kommt, dann sieht man ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen was, ne? Hintereingang nutzen. Wie Leon immer bei mir. Okay, das ist der Checkpoint. Ah. Penner, was ein Penner. So, danke schön. Sieht jetzt ja auch nochmal erst bei Astrobot. Aber wir haben ja gerade einen Astrobot gefunden. Ich gehe mal weiter. Ja, der steht immer noch auf Cortex, aber Coco wäre mir lieber. Warum auch immer, keine Ahnung. Oder ganz exotisch. Brio. Nee, Held und Coco, so, das passt schon, so. Nein. Nee, nee, nee. War hier jetzt nichts? Ach so. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht. Erstens, weil es kein Crash Bandicoot Charakter ist. Ist ein Naughty Dog Charakter, ja, okay. Eco Krieger, aber mir fehlt da doch eine Figur jetzt, ne?
Oder halt nicht das Levelende, ne? Kann man von hier oben irgendwas sehen, erreichen. Ja. Oh. Okay, gut. Sehr gut. Also, okay, cool, cool, cool. Also, das ist sehr, es macht einfach Spaß, dann zu suchen. Und es ist auch noch richtig, belohnend, wenn man dann ein krasses, cooles Versteck findet, lo. So ein kreatives Versteck. So, dann gehen wir ins Levelende, ne? Wie gesagt, Warpzone, keine Ahnung. Jetzt muss man die irgendwo ganz versteckt finden oder irgendwie schnell sein wie ein Meat Boy. So. Noch irgendwas hier? Irgendein Geheimnis, irgendeine Warpzone, die ich verpasst habe. Kann ja wirklich sein, dass es wirklich richtig peace versteckte Sachen sind, nachdem man richtig gut aufhalten muss. Ich denke mal, die sind jetzt schon verfügbar, so. Der Backtracking wird es nicht geben. Ne? Ja. Ah ja, was wieder. Haben wir hier. Perfekt. Retro-Randale 1. Das passt halt nämlich perfekt, ne? Noch rein in meinen. Wir sind eine Stunde in, ne? Weil können wir danach erst noch so ein bisschen auf den Planeten gehen. Auf den Hauptplaneten. Das ist Minecraft hier. Das ist halt Retro, ne? Minecraft ist nicht Retro, weil doch. GTA 5 ist auch Retro, ne? Ja, früher waren die Spiele schwieriger, ne? Was soll ich? So, machen wir es mal so. Nehmen wir dir. Na gut, einfach so eine kleine Kampfarena, so wie so ein Kampfhaus in. Ja, ne? Mario 3D Land und 3D World. Den haben wir denn hier? Ist das ein Tech-Charakter? Wer bist du? Arsch getreten. Disziplinierter Krieger. Um eine Chance zu haben, musst du seinen Kinn hacken, deswegen. Ja, wahrscheinlich Tekken, oder? Ich weiß nicht, wie in welche Street Fighter hier reinpasst. Ja gut, war doch jetzt ein bisschen. Naja, war eine kleine. Ich bin zweimal gestorben, ne? Oder dreimal. Von daher will ich mich mal nicht beschweren. Werde ich Schwierigkeitsgrad. Guck mal, da habe ich halt sogar so eine goldene Fahne, weil ich alles habe. Hier auch und hier halt nicht, ne? Ah. Ich vermute mal, ich habe da ein ganz krasses Geheimnis übersehen. Hi! Ich finde das Coco. Umkleide. Aha, okay, okay, okay. Durch die Puzzleteile schalte ich Sachen frei. Safari Park. Gatschalab. Ah, okay, hier kann ich mein Geld dann ausgeben. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was gegatschert wird. Das fand ich ja richtig geil, das Gatscha, ne? Im Hauptspiel so. Komm mal her! Ich
12 ist natürlich nicht so faul, aber man ist. Hallo, sorry. Danke. Aber die Puzzleteile sind wohl nicht vorgeschrieben. So, also man kriegt erst das, finde ich ein bisschen. Ergibt Sinn fürs Gameplay so, aber ich fand es halt irgendwie cooler, wenn halt ein Puzzleteil da wirklich fix das Puzzleteil ist, ne? Komm her! Sorry. Gran Turismo, das ist, kann ich nicht so gut zuordnen. Apro Gran Turismo. Na, komm mal hier. Einmal herkommen. Ihr macht eine Treppe, ne? Oh Junge, Ape Escape. Hi, komm mal her. Was für ein unstillbarer Affenhunger. Komm, ich würde noch gerne das Gatsche-Labor freischalten. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Nur einmal gucken, ne? Das ist schlecht. Ah, das ist Crash. Also das war für eine Frau, das ist Dark Souls, so keine Ahnung, ne? Ah, ich brauche auch ein Puzzle. Mini-Puzzle? Komm mal her. Na gut, die. Na, mal hochklettern. Das ist wahrscheinlich das letzte Puzzle mit der Bonus-Herausforderung. Ich bin gespannt. Dann brauche ich noch zwei Puzzleteile und glaube, die finden wir hier nicht. Na, das ist erstmal alles dicht hier, ne? Wahrscheinlich müssen die Welten abschließen, um hier mehr Möglichkeiten zu bekommen. Wenn irgendwie so Anführer-Bots lernen, keine Ahnung. Ich fand das richtig cool, dass hier drin einfach, ne? Dass halt hier drin Astros Playroom stattgefunden hat, ne? Das gibt's Sinn, ne? Und dass da drin einfach so das Labor war so und so weiter alles, ne? Weiß jetzt, dass es natürlich ein bisschen klein wirkt, das Ding, aber, ne? Ein bisschen klein, so, ne? Aber gut, ne? Kennt man. Hier geht's euch. Aber cool ist auch, dass sie besonderen Bots dabei zu haben. Wenn man diese vier Astrobot-Trophäen, ne? Diesen Astro-Playboom jetzt nochmal da neu gibt. Das waren ja auch Bot-Rettungen, wenn auch ein bisschen lästig, so, aber ja, ne? Also von Sony habe ich so ein bisschen gedacht, ja, probiert ein bisschen rum und die wussten ja auch, ja, ich rufe, was Trophäengeier angeht, so, ja, keine Ahnung, ich würde irgendjemand lösen, so, dann gibt es das im Internet und, ne, ist kein Problem. Ganz hinten rein. Ja, doch. Enttäuschend. Nicht mal ein 25er. Ah. Ja, noch irgendwas, das man sich anschauen kann. Wir hatten noch irgendwo die Möglichkeit, uns die Dinge anzugucken. Ich bin mal kurz bei Spendigut, schön. Naja, gut, dann zwei Puzzleteile, okay. Stimmt. Aber leider kein drittes. Ne, hier ist auch nichts auf der Karte. Schade, schade. Auch kein Dexter dabei. Ich meine, der ein bisschen Ausrüstung. Aber was ist das für ein Symbol? Das ist enttäuschend. Das Spiel ist enttäuschend. 0 von 9 oder so. Dann betreten wir doch mal ganz kurz gemeinsam noch die Welt und dann ist es eine Stunde noch vorbei, so. Ich könnte jetzt auch noch nach irgendwie Warp-Zone suchen, aber da habe ich keine Ahnung, so, ne? Konstruktions-Karacho. Ah, ich muss mit dem Controller fliegen. Ich wollte das steuern, ne?
Ich hatte Puzzleteil bekommen, ne? Ja, theoretisch. Kann ich doch jetzt einfach. Ne? Es ist doch so, dass ich das letzte Puzzleteil habe. Genau, genau. Das hat ja auch schon Sackboy, glaube ich, so gemacht, dass man einfach, wenn man halt Objekt hat, da kann man halt einfach dann direkt raus auf dem Level. Das ist halt cool, so, ne? Rayman Redemption macht das ja auch. Lizenz zum Ausgeben. Gacha-Labor eröffnet. Wundervoll. Ja, was kann man hier gewinnen? Ich will jetzt nochmal diese ganzen Artefakte sammeln müssen, so. Also mal gucken. Es gibt dort 9-6 Belohnungen auf jeden Fall. Also. Erster Preis. Ja, wieder solche Aufstellungsstücke, ne? Die man halt irgendwie sich angucken kann. Ja. Bin ich halt jetzt nicht mehr so besonders, ne? Da war es halt schon cool, aus den Automaten halt auch hauptsächlich, so Artefakte zu sammeln, ne? Was wir letztlich haben, was noch ein bisschen doof wäre, so, aber. Ja, okay, das ist halt eine schöne Erinnerung, ne? Wo man dann irgendwie. Was war das? Man musste den Controller in Steckplatz 2 stecken, damit, man den Controller wieder benutzen konnte und man musste die Memory Cards rausziehen, damit der Typ, den ich die Memory Cards ausliest, war richtig, richtig wild, ne? Wenn man das so erlebt haben muss. Wickeltuch. Ah, okay, wir holen unseren Bots Ausrüstung. Du musst gleich mal gucken. Riffet mir mal angucken oder. Oh Junge, okay, cool. Cool. Oh Junge! Anscheinend kommt auch nur die Sachen rein, die ich schon gewinnen kann. So, ne? Ich kann Akku halt gewinnen, weil ich die Quest schon habe, ne? Und ich kann für Reihen halt ein Schwert bekommen, weil halt Reihen schon da ist, so, verstehe. Okay, 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 okay. Okay, cool. Genau. Ich würde es aber nicht über den Gacha nennen, weil, keine Ahnung, ich habe nichts verloren, so. Oh, Junge, das ist cool. Aber warum dann irgendwie Ratchet schon seinen Clank hatte? Keine Ahnung. Komm, dann sammeln wir noch kurz die Sachen ein. Sind die da auf der Karte drauf? Nee. Gut. Also, ja. Gut. Hey, Jesus. Sorry. Alles klar. So. Hier, Raiden hat seinen Koffer. Okay, hier so ein bisschen höher, dann kriege ich das. Ich hoffe. Dankeschön. Okay, cool, cool, cool. Wir nehmen die ganzen Bots immer noch so eine Belohnung. Ah ja, ah, okay, okay, cool. Cool. Das habe ich hier bei denen noch gar nicht verstanden, ne? Aber cool. Dann gibt es anscheinend aber auch keine Nieten, ne? Das ist auch gut, ne? Krieg mal einfach 100, muss man einfach. 16.900 Geldeinheiten sammeln, dann passt das schon. Ja, ist schon eine Menge. So, naja. Ach cool, ach cool. Also, Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus. Und ja. Falls ihr das gesehen habt, schreibt gerne in die Kommentare, kauft ihr euch das Spiel? Hab ich euch jetzt im Kauf überredet oder habt ihr einfach nur reingeschaut, weil ihr mir zuhören wolltet? Lasst es mich gerne wissen. Und ja, wir hören uns wieder, ne? Bis zum nächsten Video, zum 12-Stunden-Stream. Bis dann und ciao.